So. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mafia 3. Ich bin der Fun-Gamer. Wir machen jetzt... Oh! Hast du den Verstand verloren, Junge? Doppelfragungen. Das ist natürlich nice, dass er rauskommt. Wir haben hier ein Problem. Ich hab nicht mal eine Knarre. Tut mir sehr leid. Seht ihr den Kerl? Da ist unser Mann. Alter. Dein Arsch bleibt genau da, wo er ist. Verdammt, wer bist du? Wo finde ich Luca? Oh. Ach, Scheiße. Ich brauche Hilfe. Na gut, machen wir es jetzt so. Wo finde ich Luca? Ich weiß nur, dass Luca sich in irgendeinem Lagerhaus versteckt. Jetzt sag ich, wo es lang geht. Sehr gut, ist gleich ausgewählt. Luca Guidi erledigen. Machen wir unseren Haber natürlich eine Freude. Ich glaube, da bin ich auch noch nicht gefahren. Da bin ich definitiv noch nicht gefahren. Bin noch ein bisschen mehr die Umlande. Ich wollte gerade sagen, da fährt kein Schwanz auf einmal, kommt da viele Autos. Oh, da steht schon ein Wachposten. Na komm schon her, aber. Was habe ich da gerade gehört? Der haut mir nicht ab. Ich hab nicht mal eine Knarre.
Kommt ums Eck. Ich schnapp ihn mir. Der kommt ums Eck. Oh. Oh shit, der kommt auf der anderen Seite. Oh, zwei gleich. Okay, jetzt geht's nicht mehr leise. Hab ihn im Visier! Tötet unsere ganze verdammte Gruppe! Verdammt, nein! Hey, er ist hier drüben! Oh nein, ich glaube, der steckt in ein Auto. Nein. Ja, das gefällt dir, was? Mit uns ab! Ja, mein Gast! Na gut, steigen wir mal ins Auto. Hey, da ist so ein Abhördings drinnen. So schnell kommen wir da nicht mehr hin, deswegen holen wir das. Er ist nicht hier. Ich könnte schwören, dass. Okay, das ist im Gebäude. Na gut, wenn es schon da steht. Habe mich zwar wie es da durchkommen soll, aber probieren wir es mal. Ob sich das ausgeht. Alter, 2,2 Kilometer. Dann nehme ich euch nicht mit. Wir sehen uns gleich wieder. Macht es gut, haut rein, bleibt dran. Ciao, bis gleich. So, wir sind hier bei Vito angelangt. Mal schauen, ob er noch mehr gefallen hat oder nicht. Zuerst tun wir uns eine neue Garderobe verpassen. So dreht man nicht den Vito unter die Augen. Elegant. Lässt du es immer schön krachen? Nur noch ein Name auf meiner Liste. Sag Bescheid, wenn er erledigt ist. Luca war ein paranoider Feigling. Dario spielt dagegen gern den harten Kerl.
Der Wichser hat mich doch tatsächlich angerufen und verzapft, wo er ist. Nicht zu fassen. Was für ein blöder Sack. Hat sich bei irgendwelchen dämlichen Kumpels verkrochen. Geh hin und leg ihn um. Na gut, mach mal. Wir sehen uns aber erst dort vor Ort. Also, bis gleich. So, Leute, wir sind wieder da. Ich habe zwar die falschen Klamotten jetzt an für... Oh! Wow! Alter, das hat mich echt angefallen jetzt. Scheiße. Alter Schwede, Alter. So, ist da irgendwas drinnen? Sehr gut, dem keine Einsicht. Und wenn, bricht dir gleich die Hölle los. Hä? Was zur Hölle war das? Red mit mir! Alles in Ordnung? Dieses Versteckspiel rettet dir nicht deinen Arsch! Keine Zeit für Spielchen, Mann! Ich geb die Suche nicht auf, Birschen. Der Gradas könnte ein Risiko sein. Er dreht sich aber eh gerade weg. Oh. Ich finde dich, koste es, was es wolle. Bis dahin, so schaut man schon mal drei aus. Langsam geht uns. Gut. Teufel lässt uns wissen, dass er da ist. Oh shit, du kommst von der Seite. Ja, genau mit dir habe ich geredet, Haberer. Und deine Boxhandschuhe nutzen dir nichts. Oh, das sind zwei gleich. Scheiße. Erledigt diesen Scheiße!
Verdammt nochmal! Knöpfe dir von der anderen Seite vor! Den Rücken kannst du es haben. Ich muss eh da raus. Oder? Er ist hier drüben. Oh. Was? Ich habe ihn schon kalt gemacht. Kehrt so wieder zurück. Wow. Echt jetzt? So, das dürfte es gewesen sein. Ich habe den Typen schon erschossen, ohne dass ich es gemerkt habe. Das läuft. Wir werden jetzt noch zu wieder zurückkehren, aber das werdet ihr dann sehen, wenn ich bei ihm bin. Also bleibt. Wow! Wer diesen Sack um! Hab ihn! Hier drüben! Alter, nicht in Ernst. So. Wir sehen uns dann. Bleibt bitte dran, die Folge geht weiter. Aber erst bei Vito. So, wie versprochen, sind wir jetzt hier bei Vito wieder. Servus. Ich habe dein Problem endgültig gelöst. Oh, scheiße. Also ist es tatsächlich vorbei. Scheiße, Gottverdammte. Ist alles okay? Es ist bloß... Das heißt, dass Joey wirklich tot ist. Guter Freund von mir. Fast wie ein Bruder. Er und ich wollten mal ein großes Ding drehen für so einen Arsch namens Leo Galante. Hohes Tier bei der Kommission. Ging aber schief und wir waren am Arsch. Wie so oft, wenn man Befehle befolgt. 2 Jahre hatte ich keine Ahnung, ob Joey noch am Leben war oder was. Wann hast du es erfahren? So 4-5 Jahre, nachdem ich hier runtergeschickt wurde. Hatte noch ein bisschen Heimweh und hatte die Fühler ausgestreckt. Da höre ich, einer von den Typen, die mit Joey weggefahren waren, redet gern, wenn er blau ist. Hat wohl rum erzählt, er soll für Leo irgendein Großmaul fertig machen. Dieses Großmaul hat dem Kerl dann die Zähne eingeschlagen und den Kiefer gebrochen. Ich denke, als hätte Joe es ihnen nicht leicht gemacht. Allerdings. Ein Joey Barbaro gibt nicht kampflos auf. Joey konnte sich befreien und war eine Weile auf der Flucht. Ging nach Chicago. Dachte, ein paar Typen dort würden ihm helfen. Die sind ihm aber in den Rücken gefallen. Naja, es kam, wie es kommen musste. Sie haben ihn verprügelt, ihm die Hände abgehackt, die Fresse zu Brei geschlagen. War nicht mehr viel übrig von ihm. Sicher, dass es Joe war? Wenn es nicht wäre, wenn Joe noch leben würde, hätte er mich gefunden.
Okay. Das waren wir Joe schuldig, diese Penner auf meiner Liste zu erledigen. Danke, Lincoln. Meine Männer haben doch die ganze Arbeit geleistet in Marcanos altem Revier, oder? Also, vielleicht überlegst du mal, ob du uns das nächste Mal was Größeres gibst. Endlich teilst du den Laden hier auf. Ich hoffe bloß, du denkst an mich, wenn es das nächste Mal darum geht, andere zu beteiligen. So, das war's jetzt mit der Folge. Ich bin der Mafia-Pate Lincoln Clay. Also bis dann, ciao, baba.